Seit 1. März bin ich Landesgeschäftsführer der SPÖ Vorarlberg. Eine Aufgabe, die ich sehr gerne übernommen habe, weil ich von ganzem Herzen Sozialdemokrat bin und ich mich freue, die Geschäfte der SPÖ Vorarlberg führen zu können. Es ist einerseits natürlich eine große Herausforderung, die vor uns steht. Wir sind in einer speziellen Situation. Nach einer verlorenen Landtagswahl sind die Herausforderungen sehr, sehr hoch. Aber wir werden diese Herausforderungen gut meistern und positiv in die Zukunft gehen. Der Arbeitsschwerpunkt wird darin bestehen, dass wir uns wieder sehr, sehr stark auf unsere Ortsorganisationen konzentrieren. Das wird der Punkt sein, auf den wir die nächsten Jahre aufbauen. Das heißt, jetzt noch die Gemeindevertretungswahlen am 14. März gut schlagen und danach eine intensive Betreuung der Ortsorganisationen. Das sind die Ziele, die wir uns gesetzt haben, gemeinsam mit dem Landesparteivorstand. Am 2. März wird es eine Intensivbetreuung der Orte geben und das ist der Grundstein für eine funktionierende und gute Organisation und auch ein Grundstein dafür, dass wir in Zukunft wieder sehr erfolgreich sein werden.